Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Planet Crafter, also eigentlich The Planet Humble, so sage ich immer. Beim letzten Mal waren wir ja da und haben da die Truhen entdeckt, da haben wir einen FPS-Drop. Die zwei großen, eine ist noch voll und die zweite nicht. Die haben wir ja schon mitgenommen und wenn ihr euch noch erinnern könnt, konnte man runtertauchen. Und das möchte ich mich mit euch heute machen. Schau her, da ist ja schon wieder was. Das lassen wir das zuerst noch. Den können wir gern von mir mitnehmen. Weil, seht ihr, da geht eine Höhle entlang. Und da, also wenn ihr kurz den Schriftzug seht, das sind so Blasen, wo man atmen kann. Schau, da geht's raus. Aber wenn ich da jetzt im Schwefelgebiet bin, dann beiß ich mir in den Arsch. Doch ein Scherz, oder? Da sind wir da jetzt woanders. Das ist doch das Schwefelgebiet. Schwefel, ja, danke. Das ist alles? Das war's? Oder habe ich da jetzt was übersehen? So ein Aufwand, eine Stunde lang und dann dies? Oder bin ich noch zu früh vielleicht? Das Terraforming ist ja noch nicht so weit. Ich glaube, ich bin noch zu früh. Ja, der hat es leider nicht geschafft. Ja, da kann man trinken. Das, entweder sind das Luftblasen oder so. So, okay. Dort ist das. Aber mehr gibt es da nicht. Scheinbar nicht. Nur das eine und da waren wir. Okay, naja, leider. Na, schau, schau. Na, da ist der Dings. Auch nichts. Der Stein. Gehen wir mal atmen. Ich glaube, da sind wir zu früh dran. Der, was mir das geschrieben hat, ich glaube, der ist mit dem Terraforming schon weiter. Und wie man ja wissen, verändert sich ja dieses Mal komplett die ganze Welt. Also, letztendlich soll ja eh alles mit, gell? Wisst ihr was? Wir gehen her und. Nehmen die Sachen mit, die wir auch einlagern können. Und den Rest holen wir uns gleich. Bringen wir die Sachen nach Hause. Die Jesse traubt der Chick jetzt ständig aus. Was ist denn das für ein Schaß?
Na gut, der Aufwand war nicht. Jetzt weiß ich wenigstens, wo das ist. Auch nicht schlimm. Das wird sicher noch eine dicke Überraschung werden. Wenn dann da war, zum Glück kann man von dem nichts. Da auch nicht, aber davon. Und der ist voll, gell? So. Und dann noch. Es kommt um. Ah, da bin ich eingestickt. Mahlzeit. So, schau, da haben wir wieder einen Dünger. Müssen wir halt wieder die Algen holen. Aber wie viel habe ich denn da? Ah, ist eh schon leer. Das würde ich sagen, holen wir es gleich. Bis wir wieder die Drohnen haben. Müssen wir mal schauen. Wie es ausschaut bei den Drohnen. Ah, das falsche Raum. Da. Dann. Ein Böhnchen. Und den Rest. Okay, da passe ich nicht durch. Den restlichen Schnodder abgeholt. Und einen Durst haben wir. Passe ich durch? Na, eher nicht. Also ich bin auch, naja gut, weil ich sonst tauchen müsste. Jetzt komme ich da nicht hoch. Kann man da irgendwie Höhe gewinnen? So. Softie, ja, bist du? So, einen Rest abgeholt. Kann man? Ah, die kann man abbauen? Okay. Sonst gibt es da nichts, gell? Sieht nicht so aus. Den Raum können wir da lassen. Der stört nicht. Oh, danke. Sehr nett. Schaut sich das an. So, jetzt bin ich aber gespannt. Wie soll ich denn da nochmal aufkommen? Also eigentlich gar nicht, weil wir ja nochmal von unten. Da ist ja auch noch was.
Da war ich schon dran, das merkt man, glaube ich. Ja. Nehmen wir noch ein bisschen Eisen mit. Oder geht die Performance aber? Ja, das ist, weil jetzt alles blüht und sich alles bewegt. Und zwar Pixel. Pixel für Pixel. Sobald das Terraforming beendet ist, läuft wieder alles flüssig. So, jetzt haben wir das auch gefunden. Jetzt frage ich, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir jagen jetzt noch ein paar Raketen hoch. Okay, der hat noch immer das da drinnen. Da ist der Standard. Ja, passt. So, was sagt denn unser Index? Ah, oh, 53%, meine lieben Freunde. Insekten habe ich deswegen auch nur einen Wurm, gell? Ein Würmchen, das war es. So, Raketen haben wir genug. Wo ist denn das? So, das kann man in die Küche geben. Küche ist da hinten. Also Raketentriebwerke haben wir wirklich viele. Da haben wir es erinnern. Ich glaube, die muss ich nicht in der Tasche haben, um die Raketen zu starten. Durch die Mod. Und die Rakete hat uns auch Schönes gebracht. Die Kochstation und in Weizen. Wo ist denn das gute Stück? Wo ist es denn da ist? Wo schnallt man's denn hin, da einer? Also Blödsinn, wir haben ja eine Küche. Nur wie den Schrank haben wir Platz, ja. Stellen wir es da her, dann würde ich sagen, geh du raus, du da rein. Genau. Aus damit. Darf alles da rein. Und sagt dann mal, das ist schlecht. Machen wir es so. Egal. So. Schau. Da brauchen wir natürlich Kakao, da brauchen wir Weizen. Wir müssen den Kakao noch besorgen. Honig haben wir leider noch keinen. Somit können wir uns auch keine Fischsuppe machen. Oder mit Honig gekochte Bohnen. Die Geburt, das ist Mai, mach zu, weil dann krieg ich gleich einen Hunger, Herste. Da kriegst du gleich einen Guster. Auf was Süßes. Das ist aber gescheit gemein. Okay.
Der kostet aber 150 oder irgend sowas. Da müssen wir noch Terra-Tokens finden. Die Frage ist, weiß noch jemand einen Geheimtipp? Wo? Ah, ich weiß schon. Ich glaube schon. So, 75 kostet der, wir haben nur 50. Ein Schiff, was wir noch nicht gelootet haben. Also das da hinten haben wir gelootet und das dort haben wir gelootet und das hinterm Berg, was wir freigesprengt haben. Gibt es noch eines? Und das dort haben wir gemacht, das rote. Bis auf die Türen, die was wir aufgrund den Energiezellen, die was wir nicht machen können und nicht öffnen können. Oder herstellen können. Okay, es passiert wieder was. Wisst ihr was? Ich mache jetzt kurz einmal eine Pinkelpause, Rauchpause sozusagen. 2-3 Minuten, höchstens 5 Minuten und komme dann gleich wieder zurück. Trinken lieber was. Trink dich an, Bester. Luft hat er überhaupt keine, das ist schlecht. Das ist schlecht. Kann man? Ja, kann man. Mag ein bisschen makaber aussehen, aber es funktioniert. Und der zweite Stock kommt ja eh sowieso drauf. So, wo haben wir nur ein Wrack? Wo können wir nachsehen? Achso, ich kann ja noch gar nicht weggehen. Das Video rennt ja. Naja, dann schickt man Raketen hoch. Mach mal was Gutes für die Umwelt. So, wir fangen gleich mal mit der an wieder. Gehen da die ganze Speisekarte durch. Ja, na! Geht irgendwie nicht. Ab und zu klappt es. Also da geht es auch noch nicht, oder? Ja, ab und zu nicht. So, ich sammle jetzt nicht so viel ein. Das können wir später machen. Wir jagen jetzt einmal in die Höhe, was geht. Eine noch. So, ein bisschen haben wir gemacht, aber das schaut so aus. Ja, wir haben Krieg, sag ich ja, ne? Das sind ja immer die üblichen Stellen, ne? Also, solange ich mich da aufhalte. Ja, schlechte Wahl. Da ist ja, glaube ich, da ist Pulsarquarz. Genau, Pulsarquarz brauche ich. Wir hatten doch eine Pulsarquarzhöhle. Ich glaube, beim Zeolit oder so, oder? Ah, da warten wir, bis die Steine weggehen. Ah, jetzt kommt die nächste Partie. Jetzt kommen die Roden. Ja.
Wie ist der runtergekommen? Bei uns? Nein, da drüben. Der kommt ja fast auf uns zu, aber nur fast, oder? So dämpfen, dann geht das schon. Na, zieh die drüber. So, ich habe jetzt die Spektakel um mich. Ja, sieht so aus. Sehr gute Verbindung, sagt er, das gefreut mich. Das ist gut, das ist gut. Schauen wir mal das Rote. Gleich sticken. Ah, da. Ab und zu kommt man zu allem. Und manchmal wieder mal nicht. Ich glaube, da scheißt es mal seine. Okay. Ganz allein. Du bist ja nicht mehr der Jüngste, hä? Weg mit dir. Du schaust verdorben aus, ne? Die schaut. Oh yeah! Wir haben den ersten Baumsaatverteiler. Hä, hey, ist das da reingebrochen? Keine Ahnung. Egal. So, wir stellen jetzt die Bäume auf. Endlich gibt's wieder was zum Tun. Super, super. Als die letzte Rakete jetzt, glaube ich. So, was haben wir denn alles eingesteckt? Fast alles. Von überall etwas. So, da ist edle Zeug. Du bist die Superlegierungen sind aus. So, ja, passt. Hat er braucht. Ei, ei. Okay, sind dann auch schon die letzten, ne? Lassen wir das so. So, komm her, du Bester, du. Yes, geht sich aus. Ah, das gefreut mich. Moment. Bäumchen, Bäumchen. Da ist. Also, wenn ich den jetzt einsetze, der wird mir nichts bringen, schätze ich mal, gell? Das ist ja der große, in einen Dreier sollte man eine da. Ich will aber trotzdem probieren, da. Irgendwie. Also, Blödsinn, die muss man ja ans Wasser stellen. Ich glaube, da war ja was, ne? Wir brauchen sie nur probieren. Na, muss man nicht mehr. Naja, dann pflanzt her da was. Geht schon. Eine mit dir da. Geht sie nur noch aus? Nee, dann machen wir schnell das Plastik. Den Kunststoffbrocken, den mache ich da nicht.
Jetzt geht uns die Silizium aus. Ich werd verrückt. Die Blase drückt. So, nimm so einen und mit. Hallo, den habe ich doch erst gerade eh nicht da. Okay, das überlegen wir uns nur mal gut, gell? Mit. Nee! Die bleiben stehen. Mist. Warum sagt das denn keiner? Hey, die Bäume bleiben stehen. So ein Quagel. Naja, eigentlich nicht. Wenn ich jetzt hergehe, überall kurz hinstehe, habe ich einen Wald. Dann kann ich sagen, ich glaube, ich stehe im Walde. Egal, stehen wir da jetzt dann her. Gehen wir sie nicht mehr mal, ist ja wurscht. Kurz umgedreht und die Bäume stehen da. Ich glaube, ich träume, ich war da nicht lang weg, da schaue ich jetzt aber zu. Ja, wir haben Bäume oben. Na, ja, muss man schauen, ob es beim nächsten Login wieder weg sind. Er kriegt die blauen. Ja, das ist doch ein Fehler da oben, oder? Nee, der hat das normal. Da könnt ihr zusehen, wie sie am Wachsen sind. Kein Witz. Seht euch, Pixel für Pixel wachsen sie. Seht ihr? Rip. 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 Nochmal und nochmal. Pixel für Pixel. Und die? Das ist ein Fake. Das ist Betrug. Ich glaube, das ist ein Fehler da oben. Wir können es ja gerne probieren. So, eine mit dem. Ich gehe her, speichere den Spielstand ab und lade ihn neu herein. Wir haben von den roten und den Zeug haben wir eh so viel jetzt, dass die Schränke mit den Stäben schon übergehen. Ich meine, es schaut eh gut aus da, aber ist das der Samen überhaupt der richtige? So. 64. Schaut euch das an, wie das hochgeht. Das schreit ja nach noch einer Pflanzen- oder Saatstreurakete, oder? Jetzt stehen dort auch schon Bäume. Schau her. Dort auch. Also alles, was ich aufstelle, blüht. So, die Pflanzenrakete. Nee, was macht die? Bewirkt keinen globalen Herstellungsbonus durch die Vorbereitung von Samen aus dem Weltraum. Aha. Sauerstoffmultiplikator, Pflanzenmultiplikator. Mitnehmen. Brauchen wir aus der Küche was? Nein. Die Mich hat nur so ein Aufstellen. Ha 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 ha. Kein Essen nicht? Okay, passt.
Da war das Pulsarquarz drinnen, okay. Da war Silizium drinnen, du. Warum? Oder haben wir das woanders jetzt? Na, da ist Pulsarquarz. Passt eh. Jetzt können wir den Schrank auch wieder ernten. Genau, ich wollte mich da kurz auslocken. Wir gehen her und sagen Speichern und sagen zurück zum Hauptmenü. Sagen Spielen. Und laden den Spielstand nochmal rein. So, der zählt. Die Bäume sind sogar mehr geworden. Na, sie haben sich geändert. Okay, wir haben da den Platz frei. Passt. Bin zufrieden. Haut hin. Aber warum sind die so groß? Schau, jetzt wachsen die anderen auch schon da. Bekomme ich da einen Urwald zusammen? Kann das sein, dass das ein Urwald wird? So. Ja, die ganze Woche möchte ich jetzt gerne Planet Crafter spielen. Wir werden ziemlich weit kommen. Wenn wir das jetzt wirklich durchziehen die Woche. Und das werden wir durchziehen. Wenn möglich, tue ich sogar zwei Videos hochladen, aber sonst standardmäßig nur eins. Weil, wenn ich zwei hochlade oder gar mehr, kicke ich ständig mein Video weg. Immer das Vorgehende. Na, der ist noch immer voll. Der auch. Da waren wir ja fleißig. Okay, ich traue mir jetzt fast gar keinen Baum mehr aufstellen, weil wenn ich jetzt nur einen aufstelle, dann habe ich einen Urwald bei mir. Und mein Auto soll mir auch noch fahren können. Darum gehe ich her und stell den jetzt da auf. In der Hoffnung, dass er nicht im Weg ist. So, rein damit. Und jetzt noch mit zum anderen Samen. Ich muss schauen, wie der heißt. Und ob das der Samen ist, sonst mache ich den nochmal runter. Das schaut aus wie die normalen, die was wir eh schon gehabt haben. Lilia-Baumsamen. Heißt der. Das ist nicht der aus von dem Baum da unten, oder? Gehen wir runter. Gehen wir runter und schauen sich das an. Da waren wir. Oh. Ne, okay, ja, na eigentlich alles. Gib her. Ja, das war ja alles unter Eis. Alter Schwede, da kann ich ja gleich noch mehr haben. Was bist du? Ja, da waren wir schon, okay. Trotzdem hat sie einen Chip drinnen. Dann waren wir da noch nicht.
Terraforming-Aufgabe spreng. Es ist derselbe Text. Es ist derselbe Text, okay, wir gehen nur mal hoch. So, ich glaube, da haben wir noch was drinnen, gell? Der Chip, der kommt da rein. Saat ist auch da. Die Blärmau. Das Gas, ich tue das jetzt. Na, da ist nochmal der Biokon. Ich werd verrückt. Na endlich! Und wir können hoffentlich zwei machen wenigstens. Und jetzt hat es geläutet, meine lieben Freunde. Na, ich muss nur ein paar Minuten durchhalten, aber gibt's mir ganz kurz schnell eine Minute. So, bin ich wieder da. Bin schon wieder zurück. Hat nicht so lange gedauert. Schau hier. Pulsarquarze, wir haben ja welche, ne? So, legen wir mal das eine, weil wir müssen das nicht mitnehmen. Zum Glück. Okay, da haben wir schon das erste Problem. Das ist genug da. Wie schaut es bei dir aus? Es geht. Da ist auch genug da. Und mit damit. So, das Gas. Das Gas tun wir derweil zum Gas, oder? Würde ich sagen. Okay. Warum geht denn das auf einmal so komisch? Die Performance lässt zu wünschen übrig, muss ich sagen. Es ist mich gerade jetzt ein wenig ungünstig. Sekunde schnell. Ich glaube, ich werde das aufsplitten. Ah, jetzt war es wieder. So, wo hapert es jetzt? Also Biomasse schnalzt hoch. Der Luftdruck. Naja, andererseits, es zählt hoch. Die Pflanzen schießen hoch, der Sauerstoff. Wisst ihr was? Wir gehen sich jetzt Pulsarquarz holen.
Ich glaube, wo war denn das? Beim... Dort irgendwo, oder? Zeolit ist da. Was ist das? Ist das unser Auto? Ja, natürlich. So, ja, aber... Ah, okay, die haben das so gemacht. Das, was wir pflanzen. Das, was wir anpflanzen, wächst dann überall so verteilt. Seht ihr da? Die haben wir anpflanzt. Also speziell die blauen und die goldenen, sage ich mal. Das waren wir. Der Pulsarquarz, wo war das? Haben wir von irgendwo unten geholt. Da waren wir schon dran. So, na schauen wir mal. Superlegierung auf jeden Fall brauchen wir. Ah, ist das schön, ne? Wunderschön. Yes! Die gemeine Larve haben wir gefunden. Warum habe ich denn... das lasse ich da. Okay, das ist alles da? Na, da geht's rein. Den habe ich doch auch schon ausgeräumt. Ja, ist ja das selbe. Selbe Text, weil da fiel ja die Kiste schon, ne? Die habe ich ja weggemacht. Okay, na, da war ich nicht. Nimm's mit. Okay, da kriege ich Pulsar. Da kriege ich nicht das Pulsarquarz, wollte ich sagen. Aber das ist auch ganz nice. Oder glitzert, hä? Probieren wir es halt einmal. Ah, Osmium, okay, naja, warum nicht? Voll. Wo haben wir denn das Pulsarquarz her, sag einmal? Das ist doch... Ah, ich weiß schon. Ich glaube, ich weiß schon. Da sind wir aber da falsch. Weil da ist nur Pulsarquarz und so, ja, die schwebt. Da haben wir ja Glück eigentlich gehabt, dass uns da die Bäume nicht in die Basis gewachsen sind.
Das war echt ein Glück. So, ich glaube, dass das da unten war, oder? Schau, da ist der schöne Baum. Der wunderschöne Baum. Und der soll ja riesig werden, wenn man ihn pflanzt. Die Frage ist, nachdem der nicht so aussieht, wie den ich da gepflanzt habe, also schätze ich mir, dass er... Ja, muss ich schauen, dass ich einen Samen kriege von dem. Finde. Schau, Blätter, voll schön. Also ist echt schön gemacht. Das gefällt mir. Ist das ein Überbleibsel aus früheren Zeiten? Ah, na endlich! Honig! Wir können Honig aussetzen. Das hat einen Sinn. Honig, das heißt, wir können dann später uns eine bessere Nahrung machen. So geht's hoch. Da geht's auch hoch. Die geht auf. Da ist sogar noch Eis. Bisserl Eis. Und da ist eine Truhe von uns. Die, was aber mittlerweile schon leer ist. Oh, steckt die Raketen drinnen? Was beherbergst du das? Okay, passt. So, da geht's raus. Ich muss aber trotzdem dann kurz abzwacken. Ich werde wahrscheinlich, und wenn ich nicht mehr komme, dann mache ich aber ein kleines Video. Das heißt, morgen in der Früh, also Vormittag kommt ein Video. Auf jeden Fall und vielleicht am Nachmittag. Ah. So, räumen wir das einmal weg. Gell? Ja, das ist wieder gut. Hä? Oh, wir sind voll. Ist das nicht toll? So, eine damit. Mit dem Gestänge. Na, falscher Raum. So, dann haben wir eine zweite fette Larven. Da sind auch Samen drinnen. So, das darfst du da reinwürgen. Zwei Raketen haben wir zum Weg erschießen. Machen wir noch, oder? Zum Abschluss jagen wir da jetzt noch zwei Raketen hoch. Und zwar Luftdruck, der Wärmemultiplikator. Den drehen wir noch auf. Und erm da. So, die sind jetzt zu zweit unterwegs. Oje, das geht nicht gut. Oha. Hey, fahrt das jetzt da runter und ich bin nicht dabei. Schaut euch an, was da Bäume wachsen. Ah, die will da rein. Die wollen da rein.
Ja, okay. Also ob da das Becken noch voll wird? Alter Schwede. Geh auf! Er mag nicht, hat er gesagt. Ah, jetzt. Boah, da kriegen wir ja einen Wald zusammen da, hä? Na ja, gut, es hält sich in Grenzen. Es hält sich in Grenzen. So, was sagt er denn? Schaut sich das an. Wir atmen da minus 0,3. Das heißt, wir behalten jetzt schon noch länger die Luft. Das wird immer besser. Und Drohnenaufricht haben wir auch noch. Terraforming-Aufgabe. Sprengvorrichtungen. Vorsicht. Das ist ja dasselbe vom Roboter. Genau, Pulsarquarze, weil sonst bringt uns der Schnodder nichts. Aber wir kennen den. Na, lassen wir das noch. Zuerst Pulsarquarze. Moment einmal, die haben wir doch von wo rausbekommen, fällt mir gerade ein. Man bekommt sie wo raus, aber das ist noch nicht so weit. Also, so weit sind wir noch nicht. Ach, so schnell wachsen die Bäume, Heini? Na gut. So, da aus dem Video verabschiede ich mich jetzt. Sogar einen recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Gefunden haben wir, was wir gesucht haben. Wir haben. Ah, das geht da. Ah, ja, der macht ja genau. Ja, auf wieder. Wir haben den Teleporter freigeschalten. Wir haben den Nahrungszüchter T2 freigeschalten heute. Wir haben nur irgendwas. Den Autohersteller haben wir im vorigen Video. Genau! Ah, da braucht man eine Bienenlarve. Das heißt, da müssen wir eine Bienenlarve finden, dass wir den machen können. Oder wir machen es da. Eine Bienenlarve ist eine ungewöhnliche Larve und die haben wir nicht. Genau, die ungewöhnliche haben wir nicht. Wir haben eine seltene und eine gemeine. Das ist ja vielleicht doof. Ich muss ja gar nicht runter wegen dem Wasser. Na gut, so, ich verabschiede mich aus dem Video und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.